Ja, mit 3 Siegen vor der Winterpause schaffte Fortuna Köln einen großen Sprung in der Tabelle. Weg vom Abstiegskampf hin auf den 9. Tabellenplatz. Heute ein weiterer Sieg für die Mannschaft von Uwe Koschinat. Und man wäre sogar drin im Aufstiegskampf Richtung Liga 2. Das sicherlich nicht gedacht vor einigen Wochen, als man mit Ruhe durch die schwierigen Zeiten ging. Ganz anders als der Gegner Hansa Rostock mit dem 2. Spiel unter dem neuen Trainer Christian Brandt braucht einen nächsten Erfolg, wie schon gegen Chemnitz, als man klar verbessert spielte. Heute also zu Gast im Kölner Südstadion. Die Gastgeber ohne den verletzten Top-Torjäger Marco Königs wird vertreten von Michael Kessel, der seine ersten beiden Profistationen in Köln spielte, beim TuS Höhenhaus und dem FC Junkersdorf, über Mönchengladbach und Windeck zurückkehrte zur Kölner Fortuna. Gadowski, Schwertfeger, die Rostocker in Dunkelblau, Lukovic weiter für Zimmer. Poggenburg sicher im Nachfassen. Erste gute Gelegenheit für Hansa Rostock, das verdient gewonnen gegen Chemnitz und heute nachlegen will im Kölner Südstadion. Poggenburg sicher nach kurzem Abpraller gegen Zimmer. Schwertfeger, gute Anfangsphase der Rostocker. Andersen gegen Jennecke, Freistoß für Hansa. Schnell ausgeführt von Schwertfeger, Zimmer weiter für Jennecke, Lukovic und Kovner. Wieder Schwertfeger, Gadowski, Lukovic und ganz rechts frei Marco Kovner. Gegen Poggenborg, nächste Glanztat von Kölns Torwart Marc-André Poggenborg mit der linken Hand abgewehrt. Die Großchance für Kovner, übersehen von der Verteidigung, aber Kölns Torwart ist da und kann den Fehler ausbügeln. Weiterhin 0:0 nach gutem Start der Gäste aus Rostock. Es dauert etwas, 10 Minuten gespielt bis zum ersten Angriff der Fortuna mit Yilmaz, dem Außenverteidiger gegen Alschwede, aber nicht attackiert. Weiter für Oliver Schröder, der einstmal für Rostock spielte. Andersen, Dachmani und links ganz frei Bender. Erste Chance, erstes Tor für Köln. Lars Bender, gut angespielt von Dachmani. Und da ist die nächste wichtige Führung für das Team von Uwe Koschinat, das hier so viele harte Stunden erlebte. Aber jetzt mit den Gegnern spielt nach Belieben, durchgelassen von Biada, stark verwandelt von Lars Bender gegen Marcel Schuhen, der ehemalige Kölner Torwart vom FC, kann diesen Ball nicht abwehren. Schwierig einzuschätzen, Biada in der Schussbahn, auch die Rostocker Verteidiger. So schafft Bender das nächste wichtige Tor für die Fortuna. Wie reagiert Rostock mit Mike Lukovic? Altschwede weiter für Schwertfeger und Zimmer. Nächste Chance, Außennetz. Marcel Zimmer. Gefährlich, aber nicht gut genug für einen Ausgleich der Rostocker. Nicht gut verteidigt, dennoch von Kölns Verteidigung, die dort Probleme hat mit den schnellen Rostockern. Andersen. Gut nachgesetzt von Dachmani gegen Henn und Altschwede. Das ist Yilmaz gegen Marco Kovner. Henn wieder Yilmaz, umgegrätscht von Kovner. Und es gibt Freistoß natürlich für die Kölner Fortuna. Wunderbare Position. Schröder sofort am Ball, will diesen Standard ausführen. 5 Mann in der Mauer. Unter anderem der großgewachsene Marco Kovner, um diesen Ball abzuwehren. Marcel Schuhen bereit für diesen Standard. Überlaufen von Schröder. Fink für Yilmaz. Ozan Yilmaz! Ist das einfach! 2:0 für Köln durch den Rechtsaußen. Erste Saisontor von Yilmaz, der frei einschießen darf, weil Rostock nicht verteidigt. Unfassbar, wie fahrig sie hier beim Standard agieren. Und Yilmaz bejubelt das nächste 2:0 für die Kölner. Von Fink wunderbar abgelegt und dann ganz frei, wunderbar platziert gegen Marcel Schuhen. Keine Chance für Rostocks Torwart, der hier nichts machen kann gegen Yilmaz. Wie schon in den letzten 3 Spielen vor Weihnachten, auch jetzt eine Doppelführung für die Fortuna. Es wäre ein nächster wichtiger Schritt, vor allem weg vom Abstiegskampf hin zum Aufstiegskampf für die Männer aus dem Südstadion. Rostock mit Kovner. Lukovic immer wieder bemüht mit der nächsten Chance. Überzahl an Chancen, allerdings die Qualität deutlich geringer als die Kölner Fortuna, die es einfach besser macht als Hansa Rostock. Gute halbe Stunde gespielt, das Spiel sehr interessant und munter. Jänik ist das, Alschwede bleibt zunächst verletzt liegen. Rostock spielt weiter mit Mike Lukovic. Weite Flanke für
Gadowski, aber der kriegt den Ball nochmal vors Tor für Schwertfeger. Poggenborg nicht ganz sicher, dann abgepfiffen vom Schiedsrichter, weil Alschwede nicht mehr auf die Beine kommt, verletzt sich hier im Kopfballduell mit Uafero, muss runter, für ihn kommt Andrist in die Partie. Ballverlust von Oliver Schröder, Ziemer gegen Uafero, immer noch Ziemer und Jernicke. Nicht ganz an den Ball gekommen, es gibt nicht mal Eckstoß für Hansa Rostock. 10 Minuten noch im ersten Durchgang, Köln mit Dahmani. Dritter Vorstoß dieser Partie, das ist Kessel. Kriegt den Ball nur weit rüber für Bender, trotzdem nochmal Fink. Biada gegen Hoffmann, nicht ungefährlich, aber Schuhen ist da. Yilmaz, 3 Minuten noch bis zur Pause gegen Erdmann. Biada gegen Henn, umgegrätscht, Kessel abgepfiffen, 11 Meter für die Kölner, ganz klar, unumstritten, das Foul von Henn gegen seinen Gegenspieler. Sieht zudem noch gelb, der Rostocker Innenverteidiger. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung, aber es gibt eigentlich keine Diskussion. Biada umgegrätscht, gelb allemal richtig. Die Entscheidung steht und ist nicht zu diskutieren. Es gibt kaum Beschwerden seitens der Rostocker. Und die Chance für Köln, es tritt an Michael Kessel, der Mann, der schon bei 2 Kölner Vereinen spielt, der es nicht zum FC geschafft hat, dafür zur Fortuna im Duell mit Marcel Schuhen. Schuhen hat diesen Ball, der ehemalige FC-Torwart rettet Rostock gegen die Fortuna, nicht das 3:0. Kessel vergibt die Riesenchance zur Vorentscheidung. Wir schauen nochmal hin auf diesen Elfmeter, nicht gut geschossen von Michael Kessel, und Schuhen kann den einfach abwehren. Es bleibt beim 2:0. Schwertfeger in der Nachspielzeit nochmal Rostock mit Jennecke und Schwertfeger. Kofler und Lukovic. Auch er mit vielen Chancen. Versucht es meist aus der Distanz. Es bleibt allerdings dabei, zu wenig Bälle gehen mal aufs Tor. Poggenborg selten gefordert. Andrist, immer noch nicht Pause im Kölner Südstadion. Das ist Schwertfeger im Zusammenspiel mit Andrist. Lukovic und Jennecke abgeblockt. Hansas Kapitän, es gibt nochmal Ecke. Uafero ist da gegen Tobias Jennecke. Nachspielzeit schon lange überschritten, aber es gibt nochmal die Chance für die Gäste. Gadowski für Jennecke. Andersen ist da und dann ist Halbzeit im Kölner Südstadion. Das Standardergebnis 2:0 für die Kölner Fortuna. Zuletzt ja gegen Aalen so gespielt vor der Winterpause. Und es wäre der 4. Sieg in Serie. Aufstiegskampf vielleicht für die Kölner Fortuna, die ja lange Zeit Zweitligist war in den letzten Jahren, weit entfernt davon. Heute allerdings könnte die Mannschaft den Sprung nach oben schaffen. Zweiter Durchgang, beide Mannschaften zunächst mal unverändert. Die Kölner mit Biada und Michael Kessel. Nicht attackiert von 3 Rostockern, wartet lange auf die Lücke. Jetzt ist sie da für Schröder, 3:0. Blitzstart für die Kölner Fortuna. Wenige Sekunden gespielt im zweiten Durchgang. Das nächste Tor von Schröder, der richtig startet, angespielt wird von Kessel, wunderbar kombiniert. Das nächste Zeichen der Kölner Mannschaft, Oliver Schröder, der in Aue spielte im letzten Jahr, im Sommer kam, vom Zweitliga-Absteiger auch schon für Rostock gespielt hat, macht das nächste Tor, weil Kessel lange wartet, die Lücke sieht, kein Abseits. Schuhen dann machtlos alleingelassen von seiner Verteidigung. Einmal mehr ist Rostock zu schläfrig bei einem schnellen Angriff der Kölner Fortuna. Schröder belohnt die Mannschaft mit dem 3. Tor. Mal wieder viele Tore für den SC. Lukovic und Schwertfeger Partie scheint entschieden. Was kann Rostock dem Ganzen entgegensetzen? Der eingewechselte Mike Baumgarten und Vukovic. Beste Aktion von Mike Vukovic. Scheitert einmal mehr mit dem Distanzschuss. Abschuss Poggenborg. Sofort der Ballverlust an Baumgarten, Jänicke, und das ist die Chance, Vukovic links vorbei. Eben rechts am Tor gescheitert, jetzt 1 Meter links vorbei an Marc-André Poggenborg, weil sie den Ball verlieren. Riesenchance für Rostock, beim nächsten Abstoß klappt es dann besser für die Kölner Fortuna. Vukovic
für Jennecke. Das ist Schwertfeger. Und Ziemer ganz frei, Poggenburg. Vukovic nochmal Schwertfeger. Probleme in der Verteidigung. Yilmaz klärt dann für die Kölner. Gadowski, 12 Minuten noch. Was kann Rostock noch zustande bringen? Mit Vukovic. Jennecke schnell kombiniert. Wieder Vukovic und Marcel Ziemer-Pfosten. Auf der Linie dann gerollt. Fink kann klären. Unfassbar, wie fahrig Rostock mit den Chancen agiert. Natürlich, der Winkel ist spitz, aber wann geht der Ball denn endlich mal rein für die Mannschaft von Christian Brandt? Es droht der erste kleine Rückschlag unter dem neuen Trainer. Hoffmann, 5 Minuten noch. Köln feiert inzwischen. Rostock bemüht, zumindest das Tor zu schaffen über den Innenverteidiger. Zurückgespielt für Dennis Erdmann, wartet lange und Vukovic, 1:3, abgepfiffen. Abseits, das sieht er jetzt, der Rostocker Stürmer Mike Vukovic, der zwar klasse angespielt wird von Erdmann, aber eben den kleinen Meter im Abseits steht, sich jetzt löst und das ist richtig, weil Uaferro den Schritt nach vorne macht, deswegen Abseits für Rostock Stürmer. Ecke. In der Nachspielzeit nochmal für Hansa Rostock, der eingewechselte Hasan Üker. Schwertfeger mit Tempo gegen Kessel. Zurückgelegt Jennecke und wieder Üker. Baumgarten, Jennecke, kein Durchkommen für die Hansa. Immer noch Jennecke, nächste Flanke. Und Ziemer, jetzt aber das 1:3, aber wieder abgepfiffen. Auch er jubelt kurz, sieht es dann, dass der Linienrichter die Fahne oben hat. Auch das ist Abseits. Wir schauen hin, ist es wirklich die nächste Entscheidung gegen Rostock? Ist sie richtig? Der Ball kommt jetzt und Ziemer steht im Abseits. Richtig erkannt, 3:0, der Endstand einer Partie, die bereits früh entschieden war. Mit dem dritten Tor kurz nach der Halbzeitpause. Poggenburg mit einigen guten Taten gegen zwar offensive Rostocker, die viele Chancen hatten, das Tor allerdings nicht erzielen konnten. Die Kölner hingegen klettern mit dem vierten Sieg in Serie weiter nach oben.